Geistige Gereiste reisen selten bis Elba. Dann machtet euch halt selber. Hallo, Männer. Ihr habt vielleicht das vorhergehende Video gesehen. Wenn nicht, guckt das bitte nochmal an. Da geht es um Messgeräte, ja, an sich selber verarschen und etc. Und da bin ich mit Micha zusammen, Grüße an der Stelle, auf eine Idee gekommen. Und zwar kann man ja, bis jetzt sieht es ja so aus, als wenn meine Wicklung gewinnt hier, weniger Verbrauch etc. Wir können ja auch nochmal ein kleines Update machen gleich. Und wir haben uns da, oder was heißt überlegt, wir sind da auf eine Idee gekommen. So, jetzt machen wir erstmal eine Messung, dass wir mal hier noch ein kleines Update haben. Wo ist der Plus? Da ist der Plus. 1,26 Volt. Oh nein, jetzt habe ich das Kabel abgerissen hier. Nein! Jetzt war das Joule kurz aus. Aber es geht wieder, okay. Ja, das ist halt auch nicht so optimal, ne? Und zwar müssen wir jetzt mal schnell das noch. Und die Idee war, muss ich hier bloß an der LED und schalte es kurz. 1,315. Und die Idee war, da das ja jetzt mit den Messgeräten etc., also das misst wie ein analoges, aber es kann natürlich sein, dass durch die Schwingung etc. die Spannung falsch angezeigt wird. Und da habe ich mir mit Micha überlegt, oder Micha seine Idee war das primär, man will Strom sparen, dass wir, was haltet ihr davon, dass wir einen Livestream machen? Weil wenn ich jetzt die Schaltung abklemme, hier irgendwas messe und dann geht es vielleicht nicht mehr und keine Ahnung und dann mehr ich hier wieder wochenlang rum, da wollte ich das mal mit euch zusammen machen, ne? Falls irgendwie, also dass wir quasi einen Livestream machen, wo ich die 2 Joule, die ich hier meinen Bastelplatz ein bisschen aufräume, die 2 Joule, die ist drauf, dann messen wir in Betrieb, dann kappe ich, was heißt kappe, ich mache die, deswegen habe ich ja hier eine Krokoklemme überall drin bei jedem, dann können wir das abmachen und dann messen wir mal, ja, direkt mit beim Abmachen können wir ja parallel das Multimeter ranmachen und das Analoge vorher nochmal mit dem Analogen messen. Also so einen kleinen Mess-Hangout. Und dass wir dann die Batterien, was weiß ich, mal 5-10 Minuten ruhen lassen. Und dann können wir direkt nochmal die Ruhespannung vergleichen. Würde mich auch persönlich interessieren. Ne? Aber dann müsste ich halt die Schaltung ausmachen. Und vielleicht ist es ja so, dass die dann nicht mehr schwingt oder nicht mehr angeht. Ich weiß es auch nicht. Ne? Ich kann ja nicht hell sehen. Also erstmal wäre die Frage, machen wir einen schönen Live, also einen gemütlichen Live-Hangout, dass wir einfach mal, was weiß ich, 1, 2, 3 Leute sind im Hangout, aber ohne Teilnehmer oder so. Wir machen das einfach. Ich werde wahrscheinlich ein Bierchen dazu trinken oder so. Und wir können ein bisschen chatten. Und ja, wenn ihr Interesse dran habt, haut mal was, was weiß ich, keine Ahnung, lasst ihr euch mal was ein, weil ich bin dabei oder irgendwas, dass ich mal weiß ungefähr, wie viele Leute dabei wären. Es wäre dann, ich würde es aufs Wochenende irgendwann legen, macht dann nur eine Ankündigung, blablabla. Haut mal was in die Kommentare, Jungs. Tschüssi.